Willkommen zurück hier auf der Ishimura. Wir machen uns jetzt auf den Weg zur Krankenstation. Vorher möchte ich nochmal gucken, was ich so habe. 4 Medipacks, naja gut, 4 kleine Medipacks. Genug Schuss haben wir auf jeden Fall. Ja, und 2 Stasopacks, okay. Da muss ich echt lang, ja? Krankenstation. Badezimmer. Okay, da war ich. War ich da schon? Ist das ein anderes Badezimmer? Tatsache. Oh, oh, oh. Das ist ein anderes Badezimmer. Gott sei Dank, hier ist niemand. Das klang echt heavy. Schnell wieder raus. Wir waren nie hier gewesen. Wir haben uns auch nicht die Hände gewaschen. Ich hoffe, das hat keiner mitbekommen. Sollten die nicht auf so einem Raumschiff Desinfektionstücher in den Baderäumen haben? Ich weiß es nicht. Wäre ja mal eine Idee. Ah, der Shop. Ja, nice. Stimmt, da können wir was kaufen. Im Shop kannst du Gegenstände kaufen, verkaufen und einlagern. Ah ja, stimmt. Wir können auch noch was lagern. Der Shop ist eine zentrale Anlaufstelle zum Kaufen, Verkaufen und Lagern von Gegenständen zur späteren Verwendung. Okay. Plasma-Energie. Energieknoten. 10.000, haben die einen Arsch offen? Anzug-Upgrade, ja. Das hätte ich ganz gern. Das gönne ich mir jetzt mal. Das ist echt immer cool gemacht in Dead Space. Isaac geht da rein und düng, düng, düng. Ja, kommt da mit der neuen Panzerung wieder raus. Man sieht's auch gleich. Achtet mal darauf. Ja, das fetzt schon. So, jetzt haben wir hier noch das Inventar, also unser Inventar. Inventargröße 11 von 18. Naja, das ist nicht wirklich groß. Und hier hätten wir das Lager. Ah, wie kann ich denn das ins Lager machen? Aktion. Ach so, okay. Ja, vielleicht sollte ich davon was wegpacken. Na komm, das hauen wir mal ins Lager. Bronze-Halbleiter. Ach, den kann ich ja verkaufen, ne? Ja, warum verkaufe ich den nicht? Achso, den kann ich hier drin verkaufen. Ja, machen wir. Erfolgreich verkauft. Jawohl, wir haben wieder 2500 Credits am Start. Okidoki, dann geht's weiter. Da muss ich hin. Ich bin ja jetzt mal wirklich gespannt, ob das hier so ist, dass wir, wenn wir mit der Monorail-Station doch fahren müssen, ob wir dann eine Ladezeit haben. Aber ich gehe mal nicht von aus. Generell soll das ja alles im Remake hier freier verfügbar sein. Was ist das denn hier? Workstation. Okay, die funktioniert aber noch nicht. Noch nicht. Die Betonung liegt auf noch nicht. Ah, da unten waren wir doch. Und da drüben, da waren wir auch. Hier sind doch Hammond und die eine... Ja, ich habe ihren Namen vergessen. Die sind doch mit der Monorail-Station abgedüst. 11 Schuss im Cutter, da ist die Bank. Na mal gucken. Anzug Level 2 Upgrade Diagramm erweitert. Ah ja. Deswegen sah das vorhin so aus und wir hatten so viele Knotenplätze, ich verstehe. Ah genau, hier können wir die Luft machen. Sauerstoff.
Stase Energie. Ich sollte definitiv erstmal hier nach oben gehen, denn... Stase Zone. Okay, da vergrößert sich der Bereich. Hier sind TP. Na, wir sparen uns das noch auf. Es sei denn, beim Cutter Kapazität da, okay. Ich versuche mal wirklich dran zu denken, dass wenn der Cutter leer ist, dass wir mal schnell zurückrennen und vielleicht sogar einen Knoten verwenden. Aber ich glaube, das ist dann doch besser, das für den Anzug zu verwenden. Nochmal schnell speichern. Ich bin wirklich, wie gesagt, noch am Überlegen, ob ich das ganze Let's Play nur mit dem Cutter mache. Oder ob ich nachher doch noch andere Waffen verwende. Da kriegen wir ja noch Schemata für. Wir finden sozusagen Schemata und dann setzen wir die hier bei der Bank ein oder im Shop, glaube ich. Und dann, ja, haben wir einfach eine neue Waffe. Aber erstmal geht es hier weiter zur Krankenstation. Ich gucke mir gerade mal den Rick hier so ein bisschen an. Hier und da hat Isaac natürlich ein bisschen mehr Panzerung bekommen. Umso weiter wir den Anzug nachher auch upgraden, umso größer wird auch die Gesundheitsenergie. Aber das wird sich dann wahrscheinlich erst beim nächsten Upgrade so gestalten. Scheiße, da ist wieder eine Leiche. Aber sie ist nicht verstümmelt. Das können wir ändern. So, das sieht schon mal besser aus. Also für den Typen da unten nicht mehr, aber generell für die Umgebung. Und für mich. Ich brauche meinen Seelenfrieden. So, was haben wir hier? Lager unter Quarantäne stehen. Achso, Stehende. Okay, so rum. Lager für unter Quarantäne stehende. Das stand da. Hier haben wir auch nichts. Ah ja, okay. Kann ich das nicht eigentlich mit der neuen Fähigkeit erst machen? Oh, willkommen an Bord. Ach so, weil wir an der Krankenstation sind. Kapitel 1 ist fertig. Jetzt sind wir in Kapitel 2. Intensivstation. Oh, das können wir ja nicht lesen, was da steht. Finde den Rig des Captains. Oh ja. Chinese-Modul, genau das war es. Chinese war das. Damit kann ich Gegenstände umherschleudern. Auch echt nice gemacht. Setze Chinese ein, um Gegenstände zu bewegen. Ja, zielen und Chinese, ja, war mir klar. Weil mit Kreis war ja noch nicht so wirklich was. Habe ich eine Chinese-Energie? Ich habe die Macht. Oh, wenn Luke Skywalker das sehen würde. Will ich hier Tische umherschieße? Naja, gut. Wären wir denn ein Jedi-Ritter? Was blinkt denn da unten? Ist das eine Lampe? Ah, kann ich nicht benutzen. Irgendeine Stimme in der Ferne quatscht da. So, verschieben wir erstmal die Dinge. Ja gut, die kann ich nur nach links verschieben, wa? So. Und den? Nach vorne, ne? Gut, das sah jetzt ein bisschen blöd aus, aber so geht das auf jeden Fall. Was ist das hier? Was steht da dran? Scan Rig to unlock Workstation. Na gut, aber es geht ja noch nicht. Sollte ich die Dinger hier so lassen? Ich könnte mal einen wieder zurück verschieben. Dann kommen die da schon mal nicht mehr durch. Und falls denn von da jemand kommen sollte, ja. Kick mal einer an. Was haben wir denn da? Ein Medipäckchen. Ist das jetzt hier das Ende schon der Krankenstation? Ach du meine Güte. Die lebt ja noch.
Lass sie nicht. Wir müssen die Stellung halten. Sie sind alle zurückgekommen. Oh mein Gott. Sie ist gerade eben verstorben. Ach so, sie hat uns das Impulsgewehr noch hinterlassen. Na gut. Wie war das nochmal mit Steuerkreuz tauschen, oder? War das nicht so? Ja, genau. Könnte ich mir theoretisch da irgendwie belegen. Und zwar... Ja, will ich das wirklich haben? Komm, wir belegen das mal nach da. Naja, Waffenmenü. So kann ich das tauschen. Wie in allen Spielen eigentlich. Dead Space war nur der Vorreiter. Wahrscheinlich war er das. Oder war es das Spiel? Keine Ahnung. Bin mir da jetzt nicht sicher. Aber ihr dürft ja nicht vergessen, so wie wir jetzt das, ja, die andere Waffe nutzen würden, wenn ich das jetzt mal zusammenspinnen kann, droppen die Gegner auch andere Munition. Das bedeutet, sie droppen dann nicht mehr so viel für den Plasma-Cutter. Wenn ich die Waffe jetzt aber nicht nutze, ja, dann droppen sie, glaube ich, nur Munition für den Plasma-Cutter, weil ich ja auch nur den Plasma-Cutter benutze. Station ist erreichbar. Danke für Ihre Geduld. Na, sieh mal einer an. Da ist die Monorail. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Ich dachte wirklich, wir müssten die gar nicht mehr benutzen. Ach so, jetzt kann ich hier umher switchen. Hangarfracht. Gesperrt. Ja gut, aber ich bin ja schon hier. Muss ich das jetzt machen? Finde den Rig des Captains. Nee, muss ich nicht. Genau. Uns wurde jetzt nur gesagt oder gezeigt, in dem Fall, okay, jetzt ist die Monorail-Station hier. Wenn du möchtest, kannst du die nutzen, aber müssen wir ja nicht. Jetzt jedenfalls noch nicht. Überall Leichensäcke. Das ist so geil mit der Chinese. Da muss ich dann nicht durch die Tür? Glaube schon, ne? Ja, sollte ich mir nicht versperren, den Weg. Ach du meine Güte. Was, muss ich jetzt wieder woanders hin, oder wie? Ach, da. Okay. Stimmt, das ist ja noch versperrt. Oder die haben sich hier, wo alles angefangen hat, glaube ich, verbarrikadiert. Hi, Jack. Hast du von Daniels gehört? Wir wurden angegriffen und haben uns verloren. Nein, nichts. Die Krankenstation ist ein Schlachthaus. Die haben den Eingang zur Leichenhalle versperrt. Die Leichenhalle? Ja. Aber die Barrikade wurde in aller Eile errichtet. Ein Hydrazintank sollte ausreichen. Ich bräuchte einen Zünder. Vielleicht ein Schockpad. Vielleicht ist Nicole hier durch. Isaac. Was uns angegriffen hat. Ich schwöre dir, das war Chen. Aber ich habe ihn sterben sehen. Wenn die Halle verbarrikadiert ist, dann vielleicht, um etwas einzusperren. Okay, wir haben ein neues Ziel. Zerstöre die Barrikade. Der Rig des Captains ist jetzt erstmal zweitrangig. Und Hammond hat ja auch gesagt, das, was die davon angegriffen hatte, das war Shen. Das war der, der ganz am Anfang da verstorben ist. Sicherheitsfreigabe der Stufe 2 erforderlich. Echt jetzt? Sicherheitsfreigabe der Stufe 2 erforderlich. Ich will's nochmal hören, ich kann's nicht glauben. Sicherheitsfreigabe der Stufe 2 erforderlich. Okay, jetzt glaube ich's.
Sicherheitsfreigabe. Ich glaube, das ist dann nachher mit dem Rig des Captains machbar. Ja. Ah, wir haben auch Munition fürs Impulsgewehr, sehe ich gerade. Nee, nicht wirklich. Wir machen das mal so. Und zwar werde ich das jetzt mal ins Lager legen. Achso, ich muss die Waffe erst rausnehmen, wa? Haben wir erstmal ins Lager gepackt. Na, jetzt möchte ich die Waffe wieder rausnehmen. Vorher kann ich die nicht umlagern. Aktion, Waffe bewegen. Ja, Waffe bewegen. Ja, ich will die aber rausnehmen. Wie kann ich die denn rausnehmen? Scheiße, ich hätte die nicht anwählen sollen, oder? Nee, so sortieren will ich das nicht. Mensch, ich will die Waffe rauslegen. Kann ich nicht. Ich kann nur navigieren und ja, das war's. Tolle Nummer. Hä, warum kann ich da nicht die Waffe da ablegen? Was soll denn der Shit? Ach so, hier ist ja die... Tja, wer Augen im Kopf hat, ist bei einem Videospiel auf jeden Fall im Vorteil. Wie dem auch sei, finde den Hydrazyntank. Da muss ich hin, okay. Ja, lieber abspeichern. Ich habe nicht gesehen, dass ich das dann doch umlagern kann. Oder ich habe die Waffe nicht gesehen, sagen wir es so. Okay. Was? Diagnostik zum Flügel für bildgebende Diagnostik? Okay. Tja, da hat sich die Frau noch auf dem Bild gefreut. Heilige Scheiße. Was geht denn jetzt ab? Was hat er denn für ein Problem? Kollege, hau doch nicht so doll im Kopf gegen. Du brauchst bei Thomapyrin. Na gut, mir jetzt nicht mehr. Ich wollte ihm helfen. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja, wie leicht sich die Leute auch zerlatschen lassen, ja. Okay, hier ist wieder eine Monorail-Station, oder? Was ist das? Achso, Diagnostikraum. Oder etwa nicht. Auf jeden Fall ist da ein Lüftungsschacht. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Hast du noch was? Komm, rück was raus. Nee, der hat nichts mehr. Oder war es eine Frau? Nee, war ein Typ. Was zur Hölle? Keine Informationen, gar nichts. Das ist schlecht. Können wir uns hier noch ein Cappuccino machen? Oh, wahrscheinlich nicht. Warte mal, von da kam ich. Hier geht's weiter, ne? Ach, du Scheiße. Verdammte Axt. Ich sehe gerade, ich habe keine Stase. Ich habe auch nicht mehr so eine Station gesehen. Da hätte ich mal meine Stase noch aufladen können. Na toll, was soll ich mit 100 Credits? Oh, Handschuhe. Die kann ich gebrauchen. Dann schmeiße ich die in den Necromorphs um die Ohren. Okay, da kommt bestimmt ein Kloppy raus. Kann ich so eine Tür aufmachen? Oh Gott. Ich
7 Schuss. Ah ja. Das Ding muss auf jeden Fall da rein. Aber Augenblick mal. Wie viele Räume haben wir hier auf der Karte? Wenn ich da reingehe... Okay, das ist nur ein Raum. Ah ja. Ach du Scheiße, er lebt noch. War ja klar. Verdammt, ich wollte ihn eigentlich Feuer zerlatschen. Der Typ ist auch hin. Ich habe gedacht, ich könnte noch rennen. Wie dem auch sei. Wir verbessern jetzt nochmal schnell den Plasma-Cutter. Ich habe ja noch ein Knötchen. Und dann kann ich noch die Kapazität aufwerten. So, dann haben wir 12 Schuss. Ich glaube, der Cutter hat nachher auf dem höchsten Niveau fast, der glaube ich, 20, 25 Schuss. Ich glaube, 25 waren es. Das ist schon eine Menge. Besonders, wenn die nachher fast mit einem Schuss hin sind. Da haben wir auch noch einen Knoten. Lass mich raten, keine... Ja. Das muss ich mir mal merken, hier den Raum. Wenn ich dann den Rig des Captains habe, kann ich mir irgendwie den... Ja, kann ich mir hier was markieren? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Hätte ich mir gerne markiert. Ich denke doch da nachher nicht nochmal dran. Was ist das denn? Habe ich den nicht woanders abgeknallt? Egal. Spinnen wir hier nicht rum, sondern machen lieber weiter. Was? Ey, du sollst da rein. Komm, keiner. Ach, so geht das, genau. Okay, entweder den Fahrstuhl betätigen oder... Oh, was ist oder? Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, vielleicht noch die Tür hier, aber nein. Türen. Aufzüge, okay. Na gut, ich brauche erstmal, ja, den Aufzug, ne? Genau. War ja klar. Ja, du verrücktes Vieh. Oh, verdammte Scheiße. Na komm, wir spielen hier ein bisschen Ringelpiez mit Anfassen. Okay, der ist Geschichte. Was zum Henker? Ja, ne? Bin hier hinten. Du Lappen. Ach, guck mal an. Oh. Ja, du brauchst gar nicht so aufmucken. Oder Welle schieben. Komm nochmal. Na komm. Kann der springen? Wenn ich da nicht rüber kann, kann der das auch nicht, oder? Hoffe nicht. Verdammte Scheiße. Ich weiß, wie ich rüberkomme mit Chinese, aber... Meine Energie. Obwohl, ich habe 3 Packs. Komm, hauen wir mal eins rein. Ja, gut, dass ich den vorher noch gesehen habe. Sonst hätte mich der wieder überrascht. So, das sollte ausreichen. Genau. Sei mal so lieb und drop mal bitte noch was. Was ja bei dem Remake vielleicht auch geil gewesen wäre, wäre so eine 180-Grad-Drehung. Was wir auch in Resident Evil teilweise machen können. Aber, ja gut, hätte... Das dem Original zu weit abgewichen? Ich weiß es nicht.
Aber wäre wahrscheinlich eine tolle Nummer gewesen. Und was ich euch jetzt zeigen kann, ist, dass wir hier so eine Dinger nehmen können und dann auf die Necromorphs schleudern können. Das ist auch richtig geil. Macht auch echt gut Schaden. Jawohl, Stasepack. Das brauche ich. Und was ich auf jeden Fall auch noch brauche, ist der Hydrazin-Tank. Aber erst gehen wir woanders lang. Was zum Geier? Ist das ein Audiolog? Textlog, okay. Dö. Kalkulierte Risiken. Ja, habe ich mir durchgelesen. Ah, hier komme ich auch nicht ran. Ey, das merke ich mir doch never, dass hier sowas war. Was ist da? Credits. Okay, ich habe schon gedacht, ein Knoten. Aber die sind ja nur in diesen anderen Behältern. Hier kann ich gar nichts... Oh Gott. Was zum Teufel fällt dem ein? Taucht er da einfach an der Scheibe auf, zumal die auch mal jemand putzen könnte? Okay. Ich gehe mal davon aus, dass die Reinigungskräfte der Ishimura nicht mehr direkt am Leben sind. Okay, da muss ich lang. Das ist toll. Gleich speichern. Ah, das triggert einen doch im Nachhinein so. Wenn man weiß, ja, wenn man jetzt hops geht, fängt man da an, wo zuletzt gespeichert wurde. Aber das war halt so im Original. Auf eine Art. Manchmal scheiße, dass sie das hier im Remake so gelassen haben. Aber auf eine Art ist es auch cool, dass sie es nicht verändert haben. Okay. Ich brauche überall die beschissene Sicherheitsfreigabe. Oha. In einem Vakuum zeigt der Rick... aktiviert. Ja, genau. Wow, hier fliegen Rollstühle umher. Aber es sieht echt geil aus. Hatte ich ja total vergessen, dass das auch geht. Komm, das Ding haben wir mal gleich weg. Wo ist der Loot? Ich will meinen Loot. Da oben ist der Loot. Komm mal her. Brauche ich unbedingt. Wir können natürlich den Rick erweitern und haben somit nachher natürlich auch viel mehr Sauerstoff in der Schwerelosigkeit oder in solchen Räumen halt. Immer mitnehmen. Ein halbes Minütchen habe ich noch. Schnell wieder zurück. Fuck, das hat nicht ausgereicht. Hier muss ich erst durch, oder? Ende des Vakuums. Genau. Oh, ein Lüftungsschacht. Nutze die Stiefel, um Anzug. Nutze die Stiefel und Anschubs. Anzugsschubdüsen, schweres Wort. Um in der Schwerelosigkeit zu navigieren. Ja, mache ich. Hey, hey, hey. Stimmt, das war ja sogar. Oha! Was war das? War da nicht das verrückte Vieh da oben? Klar. Oder war's? Okay, ich kann auch hier so mit den Düsen mich schneller fortbewegen. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, liegen hier überall noch Gegenstände rum. Oder schweben vielmehr, ne? War doch so. Ich kann mich ja im Moment in Ruhe umschauen. Da muss ich nochmal hin. Ach du Scheiße, stimmt da oben. Ja, man kann ja auch leicht die Orientierung verlieren. Von da kam ich, glaube ich, ne? Nee, warte mal. Und wo kam ich denn? Von da kam ich auf jeden Fall nicht. Hier muss ich wieder ran, ne? Genau. Hier gab es irgendwo jetzt noch einen Weg, da will ich hin. War das der Weg hier wieder mit dem Vakuum? Wahrscheinlich, oder? Eintritt in Vakuum. Ja, nee, da wollte ich nicht hin. Ich habe wirklich die Orientierung verloren. Ende des Vakuums. Naja, ist ja toll.
Ja, genau, da ist der eine Weg. Ah, schau mal einer an. Das habe ich gesucht. Okay, dann hole ich mir das. Ah, ich will keinen Schuss verschwenden. Machen wir das mal kaputt. Und dann holen wir uns das Item. Hier fliegt doch bestimmt noch was rum. Hundertprozentig. Kann ich da unten auch auf dem Boden? Nee, kann ich nicht. Aber so habe ich auf jeden Fall hier den Koffer noch gefunden. Hey, bleib hier. So. Ah, das war doch noch nicht alles. Da muss ich denn hin. Ja, genau. Mich wundert das gerade, dass hier keine Gegner kommen. Es kommen nachher noch richtig nervige kleine Gegner mit so drei Tentakeln. Entschuldigung fürs Spoilern, falls das jemand noch nicht wusste, aber die sind echt nervig. Die sehen auch echt eklig aus. Ich hätte gedacht, die kommen hier schon. Aber nein. Okay, dann gehen wir hier weiter. Ja, so landen wir. Schwerelosigkeit deaktiviert. Ja, ganz tolle Nummer. Na, ich will das haben. Her damit. Wollen die mich verarschen? Ich will das Ding da oben haben. Na, geht doch. Hier ist auch nicht der Rick vom Captain, oder? Ich muss noch unbedingt in diese zwei Räume. Was ist das denn? Achso, Plasma-Energie. Ja, das sind irgendwelche anderen Anzüge, aber keine Ricks. Scheiße. Was ist das denn? Ach so, der Kanister. Ich halte noch die Position. Was passiert dort? Hast du die Kau gefunden? Noch keine Spur von ihr. Aber ich habe Hydrazin für die Barrikade gefunden. Ich muss nur noch ein Schockbett finden. Okay, mach schnell, Isaac. Okay, das eine Ziel haben wir auf jeden Fall schon mal abgeschlossen. Schwerelosigkeit aktiviert. Naja, ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Ach, diese Scheißviecher. Aber die können mich ja nicht in der Luft erwischen, oder? Haha, daneben. Und still. Alter, sind das eklige Viecher. Halt still. Der ist immer noch nicht down. Ich fasse es nicht. Meine Fresse, ey. Jetzt ist er down. Scheiß Vieh. Wie viel Schuss der gefressen hat. Ist ja unfassbar. Und wo ist dein Loot? Ich kann ja auch nicht schlagen in der Luft. Ah, scheiße. Ich habe so viel Schuss an dem verschwendet. Ich hätte einfach weiterfliegen sollen, oder? Ich weiß gar nicht, habe ich noch einen Knoten am Start? Ja, einen habe ich noch. Wie viel Schuss habe ich noch? 6. Jetzt kommt die Schwerelosigkeit wieder, ne? Oh, toll. Was zur Hölle? Das ganze Schiff hat gewackelt. Ich sehe mir das an. Naja, ich hätte gerne ein bisschen Stase. Komm, wir hauen mal ein Package rein. Was war das? Ah, toll, da komme ich auch nicht mehr lang. Scheiße, muss ich jetzt hier hoch?
Ach du heilige Scheiße. Da ist noch was. Das muss ich haben. Was, kann ich das nicht öffnen, wenn ich fliege? Tatsache. Na gut, egal. Dann soll's halt so weitergehen. Komm, füllen wir mal auf. Das Ding kann ich auf jeden Fall kaputt machen. Da muss irgendwas drin sein. Ja gut, 100 Credits. Damit kann ich mir auch einen Arsch abwischen. Ach du Scheiße, was fliegt mir denn hier alles entgegen? Ende des Vakuums. Gott sei Dank. Nein! Der ist noch nicht hin. Nein, wollte ich jetzt unbedingt platt latschen. Einen Schuss habe ich noch. Den wollte ich unbedingt aufheben. Nein, natürlich nicht, aber irgendwie wollte ich ihn halt kaputt treten. Meine Fresse. Ach so. Okay. Ja gut, hoch oder runter? Runter wahrscheinlich, ne? Da. Okay, da ist die Tür. Alles okay? Ich habe ihn in einer beschädigten Rettungskapsel eingesperrt. Der knurrt wie... Das ist Wahnsinn! Schnell, Isaac! Schwerelosigkeit deaktiviert. Ja, ja, Hammond, bleib mal locker. Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier... eine Sightseeing-Tour machen. Wir müssen ja auch aufpassen, wo wir lang gehen. Hat er keine Waffen, der Typ? Was haben wir jetzt gerade nochmal gefunden für ein Schemata? Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Impulsprojektile. Kann ich die nutzen? Oder einsetzen? Entfernen. Achso. Ja, ich glaube, im Shop geht das dann nur. Oder bei der Werkbank. Irgendwie so. Sieh mal einer an. Was haben wir denn da? Oha. Ein großes Medipack. Wie sind die angeordnet? Ah, scheiße. Wir haben nur noch das. Ach du meine Güte. Na, das war eben heftig. Oh oh. Nein! Euer Ernst? Euer fucking Ernst? Komm, ich hab noch Stase parat. Oh, Isaac. Wir haben uns schon geheilt, oder? Kann das sein? Ah, blöde Idee. Na, no, war eine ganz blöde Idee, ne? Scheiße, verdammt. Oh, das ist ganz mies gelaufen. Ich wollte gerade noch gucken, ob ich Stase habe. Und ja, habe ich. Verdammt. Jetzt habe ich die Heilung auch noch aufgebraucht. Verdammte Scheiße. Ja, vom Ring in die Traufe. Ja, brauchst du gar nicht so anti-aggressionsmäßig auf den rauftreten, Isaac. Das ist scheiße gelaufen gerade. Ach, verdammt. Warum kann ich nicht sofort Stase irgendwie nachladen? Ging doch eigentlich mal, oder? Oder? Wenn ich Dreieck drücke... Oh, klar. Ja, ja, es geht. Na gut. Ach du meine Güte. Aber da muss ich nicht hin, ne? Oh, hier ist auch noch eine Straße. Dafür trete ich dich. Kann es sein, dass ich hier schon mal war? Ich bin nur von der anderen Seite jetzt wieder gekommen, oder?
Definitiv, ne? Naja. Keine Energie, Sprechzimmer. Warte mal. Ach so, Zimmer. Oder Aufzüge, ja? Ja, ich würde ganz gerne die Türen versorgen. Ah, jetzt komme ich noch in diese eine andere Tür da rein. Ich habe auch gedacht, hier vorne wäre der Shop, aber nein. Na, sieh mal eine an. Hier war ich noch nicht drin, ne? Könnte ich mich nochmal heilen? Wahrscheinlich nicht. Ist hier noch eine Speicherstation? Ich habe im Moment keine gesehen. Auch hier nicht, oder? Aber hier war eine Werkbank, ne? 8 Schuss habe ich. Ah, es bringt jetzt nichts, den Anzug aufzuwerten. Ich wollte unbedingt noch in das Sprechzimmer. Hier bin ich beim letzten Mal vorbeigerannt. Und auch hier brauche ich eine andere Freigabe. Ich fasse es nicht. Boah, hätte da nicht ein Medipack drin sein können? Kann ja irgendwo ein Verrückter aus dem Lüftungsschacht kriechen? Wahrscheinlich, ne? Aber warum zum Teufel kann ich hier rein? Wegen dem Behälter, wa? Ah, ein Audiolog. Patientenprotokoll abgerufen. Ich habe gehört, dass die Tests an Patient Harris nicht eindeutig waren. Nach den Berichten aus der Kolonie kann er von Glück reden, dass er überhaupt noch bei Verstand ist. Nun, eine göttliche Erfahrung hinterlässt bei jedem einen bleibenden Eindruck. Vielleicht. Aber ich habe nichts Göttliches gesehen bei diesem Blut. Es handelt sich um eine Offenbarung. Wir brauchen mehr Erkenntnisse, um sie zu übersetzen. Und Sie glauben, diese Erkenntnisse finden Sie in Mr. Harris' Psyche? Davon bin ich überzeugt. Und da Captain Matthias jeden Besuch auf Egge 7 verhindert, ist das unsere beste Chance. Aber Harris ist Dr. Brennans Patient und Ihre Methoden... Mercer, es ist alles schon kompliziert genug. Ich kann das nicht zulassen. Sie tun, was Sie für das Beste halten, aber wie lange können wir warten? Naja, wie dem auch sei, neuer Audiolog hinzugefügt zu unserer Sammlung. Schema eingereicht, genau. So war das. Wenn wir das hier haben, wird das automatisch hier hinterlegt. Das ist unser Inventar. Verkaufen wir gleich mal. Und im Lager haben wir noch ein Medipack. Ja, das hole ich jetzt mal raus. Denn das brauche ich nämlich. So, hier müssen wir eigentlich was machen, ist klar. Um dann auch diese Barrikade hier wegzukriegen. Aber, da wir hier speichern können, würde ich sagen, wir sind ja erstmal am Ende dieser Folge. In der nächsten Folge geht es dann natürlich nahtlos weiter. Und wir versuchen noch dieses komische Schockpad zu finden, um dann natürlich auch diese Barrikade hier zu sprengen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr möchtet, schaltet auch zur nächsten gruseligen Folge ein. Dann geht's weiter mit Dead Space.